wir sollen die Jünger Jesu sein in dieser Welt. Das heißt also, ihm folgen, ihm angehören und in seinem Auftrag Zeugen zu sein. Und der heutige Predigttext ist auch eine Ermahnung diesbezüglich, die der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist an die Christen zu Galatien geben sollte. Denn der Wochenspruch steht ja auch Pate dafür, dass es leicht wieder geschehen kann, dass man aus der Demut vor dem lebendigen Gott in eine Selbstständigkeit kommen kann, sprich in einen Hochmut. Ich mache alles selbst. Und darum musste der Apostel Paulus gerade diesen Gläubigen schreiben und ja natürlich auch uns, die wir gefährdet sind, in unserer Zeit wieder zu uns und unseren guten Werken zurückzukehren, als allein die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu pflegen. Denn er musste ihnen auch sagen, schaut, ihr habt doch im Heiligen Geist begonnen, Jesus zu folgen. Jetzt seid ihr wieder abgerutscht und ihr bewegt euch nur noch in den guten Werken, in der Gesetzlichkeit und meint dadurch Gott gefallen zu können. Der Predigttext steht in Kapitel 2, Vers 16 bis 21 und lautet: Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu suchen zu werden, auch selbst als Sünder befunden werden? Ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wir merken also die Mahnung und die Einladung hier des Apostel Paulus, dass er sagt, wo ist euer Herz? Lasst das Herz doch bei dem Erlöser, der euch erkauft hat, der euch erlöst hat. Aber ihr habt euer Herz wieder abgewandt zu euch selbst, zu den vermeintlich guten Werken, in denen ihr euch ergeht und glaubt damit, Gott gefallen zu können. Das Schwanken zwischen Gesetz und Hingabe an Gott in Jesus Christus ist bis in die heutige Zeit immer wieder vorprogrammiert. Wir sehen das in den vielen Religionen. Man will doch gute Werke tun. Und dann verlässt man sich einfach auf seine guten Werke. Statt in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben, das Herz ganz ihm zu geben und ihn den Bestimmenden und Bewegenden im täglichen Leben sein zu lassen. Als Kinder Gottes sollen wir uns immer wieder bewusst werden und bewusst sein, dass nach unserer Wiedergeburt im Heiligen Geist unser Leben allein Jesus Christus gehört. Es gehört niemand, es gehört uns auch nicht mehr, sondern es gehört nur noch Jesus Christus allein. Er ist der rechtmäßige Erbe durch Golgatha auf unser aller Leben. Er hat den rechtmäßigen Anspruch durch seine Erlösungstat am Kreuz für uns erworben. Darum lesen wir ja auch an einer anderen Stelle, die der Apostel Paulus an die Korinther schrieb im 6. Kapitel. Und er sagt dort, ihr seid doch teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Und wiederum in einem weiteren Kapitel sagt er, Kapitel 7, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht wieder der Menschen Knechte. Ihr gehört euch doch nicht selbst, ihr gehört doch dem Heiland. Und da sollt ihr doch bleiben.
Denn in Vers 13 im 6. Kapitel sagt er, alles ist mir doch erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Ja, die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern allein dem Herrn und der Herr dem Leibe. Wir werden also an diesem Sonntag neu aufgerufen, diese innere Entscheidung zu treffen, unser ganzes Herz und Leben bei dem Erlöser Jesus Christus bleiben zu lassen. Auch die Ungehorsamen, die sich noch nicht beugen unter dem Wort Gottes und dem Wort der Erlösung, diese gehören ihm auch. Denn im Propheten Hesekiel steht ja auch, Gott sagt, alle Seelen gehören mir. Und Jesus Christus hat sein Blut für alle Seelen vergossen, für die ganze Welt. Sie gehören ihm, aber die sich nicht unter seinen Willen beugen, werden dem Gericht anheimfallen, wenn sie nicht Buße tun. Petrus musste das auch so deutlich hervorklären in 2. Petrus 2 und sagt, es sind doch viele falsche Propheten aufgetreten, die dann nach ihrer Meinung das Evangelium verkündet haben, haben sich nicht gebeugt unter Jesus Christus und sie haben damit ihre eigene Verurteilung und Verdammnis gefördert. In 2. Petrus 2, 1-3 steht das. Und auch in der Apostelgeschichte mahnte doch der Apostel Paulus die Gemeinde zu Ephesus, er nahm dort Abschied, weil er wusste, er würde sie nicht mehr sehen. Er würde seinen letzten Weg antreten und würde dann aufsteigen zum Herrn in die Herrlichkeit. Und er sagte dann zu ihnen, zu den Ältesten in der Gemeinde, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Hier wird also auch auf den Leuchter gestellt, wem die Gemeinde gehört, wem der einzelne Gläubige gehört, nämlich Jesus allein. Darum diese Frage, wo ist mein Herz? Ist es noch beim Herrn? Hat er noch das absolute Sagen über meinem Leben? Oder bin ich doch wieder selbstständig geworden? Die Galater, so können wir sagen, aber auch die heutige Gemeinde und Gemeinden können nur in dem Leben mit Gott stehen, das ja ewig ist, wenn die Einzelnen oder die Gemeinde in der Gemeinschaft mit dem Erlöser bleiben und seinem Anspruch, seinem Totalanspruch auf das Leben der Erlösten Raum geben. Wenn die Gemeinde und die Einzelnen diesen Anspruch bejahen, dass sie mit Christus gestorben sind von ihrem eigenen Leben und auferstanden sind mit Jesus, dann werden sie geführt und geleitet in dieser Zeit. Oswald Chambers, und das möchte ich uns auch mal sagen, hat das so auf den Punkt gebracht und sagte, wir müssen unseren Glauben immer wieder auf Jesus Christus richten und an ihm festmachen. Nicht an dem Jesus, den wir auf Gebetsversammlung oder in Büchern finden, sondern an dem Jesus Christus, der uns im Neuen Testament begegnet. Der Mensch gewordene Gott ist und uns eigentlich sofort vernichten müsste. Wir müssen an den einzigen glauben, der uns gerettet hat. Jesus Christus will, dass wir ihm unbedingt und rückhaltlos ergeben sind. Wir können nicht erleben, wie Jesus Christus wirklich ist oder ihn selbstsüchtig in die Enge unseres eigenen Gefühlslebens pressen. Unser Glaube muss sich darauf gründen, dass wir uns unerschütterlich auf ihn verlassen. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft für den Geist, eine schlechte Botschaft für den Leib. Der will das nämlich nicht. Der möchte sich auch verwirklichen bei uns. Aber unser Geist, unsere Seele möchte, dass Jesus Christus der Führende und Leitende ist. Ja, die Galater waren gefährdet, wieder zurückzufallen ins Gesetz. Sie übten sich wieder, die Gebote zu halten und mussten leider doch immer wieder merken, das geht nicht.
Selbst kann ich die Gebote nicht halten, nicht so, wie sie Gott gehalten haben will. Irgendwie vor menschlichen Augen klappt das vielleicht, aber vor Gott klappt das nie. Da bin ich immer falsch, da bin ich immer fehlerhaft. Die Gläubigen an Jesus sollen also wissen, dass das Gesetz ihnen doch letztlich zum Tod verholfen hat. Denn es steht ja auch geschrieben im Römerbrief, die Sünde war erstmal schweigsam. Sie wurde ja nicht provoziert und sie hat so im Stillen einfach in den Menschen gewirkt. Aber als die Gebote kamen, da rebellierte die Sünde und machte sich auf und wollte die Sünde noch mächtiger machen, damit die Gebote Gottes nicht Raum gewinnen. Und dann hat jeder Mensch gemerkt, ich schaffe das nicht. Denn wer die Gebote nicht hält, der ist ein Todeskandidat vor Gott. Der kommt nicht in die Ewigkeit, in den Himmel. Er ist verloren. Und das meint Paulus hier, wenn er sagt, ja, das Gesetz ist uns doch zum Tode geworden, weil wir gemerkt haben, wer nicht alles tut, so wie Gott es will, der ist ein Todeskandidat. Der hat kein Leben. Darum sollen sie das, was sie nicht halten konnten, nicht erneut zum Gegenstand ihres Lebens machen, sondern Jesus Christus allein, von dem es doch heißt, er hat die Gebote, die Gesetze alle erfüllt. Wir sollen also nicht wieder zurückfallen in den eigenen Versuch der Erfüllung der Gebote und Gesetze, sondern die Gemeinschaft mit dem Erfüller haben. Da, wo er, der Erfüller, bei uns ist, da laufen wir auf seinen Wegen. Durch das Gesetz, das uns den Tod durch Verurteilung gebracht hat, sind wir zugleich diesem Gesetz in Christus doch gestorben. Und der Apostel Paulus rang auch gerade für die Gläubigen in Galatien, aber sicher auch für uns in unserer Zeit, dass wir das bejahen und zulassen. Christus ist doch freiwillig für uns in den Tod gegangen. Das Gesetz, was wir versuchten zu halten, ist für uns mit ihm gestorben. Weil wir ihn, den Erfüller, haben. Der Versuch, es selbst zu erfüllen, ist ausgeschaltet. Wo er ist, ist das Gesetz vollkommen. Und deswegen ist auch das Leben dann vollkommen. Das sagte ja der Herr Jesus in Matthäus 5. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen und was ganz anderes. Nein, ich erfülle es. Und ihr braucht jetzt mich. Mich braucht ihr, damit ihr wirklich ein Leben des Glaubens führen könnt. Und nicht dem Tod überlassen werdet. Da Gottes Sohn als das erfüllte Gesetz für uns litt und starb, sind wir durch den Glauben an ihn, durch ihn, auch dem Gesetz gestorben. Und wir sollen es nicht wieder aufleben lassen. An die Gemeinde zu Rom schrieb der Apostel Paulus auch im 7. Kapitel folgendes und sagte, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Und im 6. Vers, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, deutliche Worte, das uns doch nämlich gefangen hielt, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens des Gesetzes. Dass die Gefahr auch heute bei uns ist, liegt ja auf der Hand. Denn wir sind ja nicht besser als die Christen der damaligen Zeit in Galatien. Aber sie haben ihr Leben wieder auf das Sichtbare abgestellt und versuchten auch, sich wieder mit guten Werken, guten Taten gesetzlich vorwärts zu bewegen. Aber Paulus sagt, es geht nicht. Ihr hattet zwar im Geist begonnen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Gott kann das nicht anerkennen, das bringt keine Frucht, wenn ihr gelöst von ihm versucht, gute Seelen zu sein. Sondern nur die Gemeinschaft mit ihm selbst ist wichtig. Gott leben, das wollte der Apostel hier deutlich machen. Ja, Christus lebt in mir, nicht ich lebe. Christus ist es, der da lebt.
Das Erlösungsgeschehen durch das Blut des Lammes soll uns befähigen, durch den Herrn und mit ihm für Gott allein da zu sein. Für Gott allein. Denn wir gehören zu ihm, und ich erinnere immer wieder daran, mich selbst, aber auch uns, dass Jesus gesagt hat in seinem Gebet zum Vater: Vater, die jetzt an mich glauben, die gehören gar nicht mehr hierher in die Welt. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich auch nicht. Ich gehe jetzt aber zu dir. Bitte allerdings, dass du sie noch eine Weile hier lässt. Sie gehören nicht hierher. Sie sind nicht von der Welt. Aber sie sollen Zeugen sein von der Gemeinschaft mit dir, die du gestiftet hast in dem Opfer am Kreuz auf Golgatha. Darum wird diese Erlösung auch vom Satan stark geleugnet, was wir in den Irrlehren und der modernen Theologie ja immer wieder erfahren, wo man sagt, nein, nein, also Christus hat wohl ein Vorbild gegeben, aber jetzt bist du dran. Jetzt musst du selber sehen, wie du vorwärts kommst. Du kommst zwar nachher noch ins Fegefeuer, da wird die letzte Läutung vielleicht vorgenommen, aber jetzt bist du dran. Man schiebt Christus beiseite, das ist der Satan. Er will nicht, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm jetzt schon leben und in Ewigkeit. Und andere sagen ja auch, ja, wir sind jetzt die Religionsstifter. Natürlich, Jesus war auch ein Vorläufer, aber jetzt sind wir es. Ihr müsst auf uns achten. Und dann gibt es immer diese vielen Zusatzlehren, was man machen soll. Der eine sagt, er hat den Himmel offen gesehen und jetzt müsst ihr so wandeln und so wandeln. Man lässt Christus nicht im Zentrum sein, weil der Teufel das nicht will. Doch wir können nicht nur, sondern sollen unserem Erlöser allein leben. Wir können ihm nicht nur leben, sondern wir sollen es auch tun, weil wir nicht mehr dem Tod Frucht bringen wollen und sollen. So wie es dem Volk Israel auch gesagt wird für das tausendjährige Reich. In Jesaja 65 heißt es dann, wenn ihr dann diesen Frieden habt, dann werdet ihr mit mir und für mich leben. Ihr werdet Häuser bauen, da werden keine Fremden mehr drin wohnen. Ihr werdet den Acker besäen und ernten und so weiter und die Früchte der Bäume ernten und kein anderer wird das essen, weil ihr bei mir seid. Ihr werdet keine unzeitige Geburt mehr gebären. Ja, alle werden froh sein in meiner Gegenwart. Aber außerhalb der Gegenwart des lebendigen Gottes, merken wir, ist der Tod, ist der Niederschlagung, Hoffnungslosigkeit, Krieg und Kriegsgeschrei. Das kommt dann überall auf. Gott verheißt es im tausendjährigen Friedensreich, das heißt ja auch Friedensreich. Da hat er absolut das Sagen. Da werden Wolf und Lamm nebeneinander liegen. Der Löwe, der wird Stroh fressen und nicht mehr das Lamm oder ein anderes Tier reißen, weil der Friede da ist. Aber sobald der Erlöser nicht da ist, ist das Raufen wieder vorhanden. Und das leider auch unter den Menschen, manchmal unter den Gläubigen. Ja, in Vers 19 sagte er, ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, sagt Paulus, damit, warum? Ich Gott lebe. Denn ich bin mit Christus gekreuzigt, ich will Gott leben. Und darum bin ich dem Gesetz gestorben. Er, der Herr, führt mich auf dem rechten Weg. Darum sagte Jesus ja auch in Johannes 6, wer mich isst und aufnimmt, was geschieht mit dem? Der wird nur noch leben um meinetwillen, so wie ich lebe um des Vaters willen. Wer mich aufnimmt, lebt nicht mehr für sich, sondern nur noch für mich. Und das ist Befreiung im Evangelium. Noch einmal Worte dazu von dem gesegneten Evangelisten Oswald Chambers, der da sagt, diese Worte beschreiben ja doch die Zerstörung meiner Unabhängigkeit, die ich selbst eingeleitet habe, und die Unterordnung meines Lebens unter die Herrschaft Jesu. Das kann mir niemand abnehmen, ich muss es selbst tun. Gott kann mich 365 Mal im Jahr an diesem Punkt führen, aber er kann mich nicht über die Schwelle schieben. Ich muss die harte Schale meiner eigenen Unabhängigkeit zerbrechen. Dann wird mein Inneres frei
und kann mit ihm eins werden. Nicht so, wie ich mir das denke, sondern in absoluter freiwilliger Treue zu Jesus. Wenn ich an diesen Punkt komme, gibt es kein Missverständnis mehr. Er wollte sagen, ja, die vermeintliche Unabhängigkeit muss aufgegeben werden. Abhängig von Jesus allein. Nichts mehr entscheiden ohne ihn. Sondern so ausrufen, wie es einst der Apostel, der kapitulierte vor Damaskus, sagen musste: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er hatte nur noch diese eine Frage, denn er liebte Gott, er wollte ihm dienen, aber er machte alles falsch. Er machte alles falsch, er brachte dem Tode Frucht. Und nun merkte er, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche die Gemeinschaft mit dem, der mir gerade erschienen ist. Was willst du, dass ich tun soll? Es ist eine Frage, die uns ja täglich bewegen soll. Denn der Geist Gottes allein macht alles lebendig in uns. Er gibt Entscheidungen zum wahren christlichen Leben in dieser Zeit. Wenn der Apostel Paulus das Resultat seines Glaubens und der Hingabe des ganzen Lebens an Christus in der Weise feststellte: Ich lebe, dann will er mitteilen, dass nur der Geist des himmlischen Vaters in ihm die Erfüllung aller Gebote, aller Fürsorge, aller Wege in ihm auslöste. Und darum lebt er. Das ist Leben. Leben zu den Taten, zu denen Gott will, dass wir sie bejahen und dass wir darin leben. Er wirkt doch die Taten. Er wirkt doch die Gaben. Keiner kann sich die Gabe in der Nachfolge Jesu aussuchen. Jeder soll beschenkt werden. Gott beruft den dazu, 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 dazu. Keiner kann sagen, ach, das gefällt mir, das mache ich und Gott hat es zu gefallen. Gott sagt, nein, mir gefällt nur, was ich dir sage. Und das will er durch seinen Geist auch tun. Ja, er hat uns lebendig gemacht durch seinen Geist, so wie es auch im Römer 8 der Apostel ja auch an die Gläubigen schrieb, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, jeden Tag mit Jesus zu leben. Und dann können wir natürlich auch den Chorus singen: Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Meistens singen wir das Lied: Jeder Tag wird immer schlechter als der letzte Tag. Ja, es wird ja alles schlechter, bei mir auch. Nein, das soll ja nicht sein. Mit Jesus, heißt es, wird schöner. Jeder Tag mit Jesus. Denn im Römerbrief sagt der Apostel Paulus ja Folgendes, dass wir einfach versiegelt sind auch mit dem Heiligen Geist. Denn wer Christi Geist ja nicht hat, der gehört ihm nicht. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist in euch, dass ihr tut, was Gott will, dass der Leib mitgeschleift wird in dem Willen Gottes, das zu tun, was ihm gefällt. Merken wir? Und dann sagt er weiter: So sind wir nun, liebe Brüder, nicht mehr dem Fleische schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, dann werden wir sterben müssen. Wenn wir aber durch den Geist die Taten des Fleisches töten, dann werden wir leben. Leben durch die Gemeinschaft mit Jesus allein. Das sollen wir als Christen in dieser Welt auch demonstrieren. Wir haben einen Heiland, der uns liebt. Wir haben einen Heiland, der hat uns erlöst. Wir haben einen Heiland, der uns führt durch die Zeit. Wir haben einen Heiland, der uns führt bis in die Ewigkeit. Und die Menschen sollen das an uns merken, dass wir einen Heiland haben. Wir erkennen also deutlich, dass es um die einzige Frage immer wieder in unserem Leben, ja im Leben aller Kinder Gottes geht, ob wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen und unsere Unabhängigkeit vom Herrn
aufgegeben haben, Unabhängigkeit vom Herrn aufgegeben haben, sondern abhängig sind von ihm. Ja, dann können wir auch sagen, wie Paulus den Galatern das vorsprach und sagt, Christus lebt in mir. Und das soll doch bei euch auch sein. Christus lebt, er handelt doch in euch und durch euch. Der Herr will uns in sein ewiges Reich führen. Er allein weiß den Weg dahin. Keiner weiß es. Wir merken ja, in den Religionen werden ja Wege in die Ewigkeit aufgezeigt. Die führen alle nicht dahin. Die führen alle ins Nichts, nicht in die Gegenwart Gottes. Nur Jesus allein, er ist der Weg und er kennt den Weg für uns in die Ewigkeit. Darum brauchen wir ihn als Wegführer in unserem Leben. Er lebt in den Seinen, um sie zu leiten und sich zu verherrlichen. Wir lesen das bereits auch schon prophetisch in diesem Psalm 32, kennen wir ganz gewiss diese Worte. Ich möchte uns das aber doch noch mal nahe bringen. Da lautet es in den Versen 1 und dann 7 bis 8, wohl dem, dem die Übertretung vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist durch das Kreuz auf Golgatha. Denn es heißt weiter, wir sagen dann, du bist doch unser Schirm, du wirst mich doch vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Und was ist die Antwort des Herrn? Ja, ich will dich unterweisen. Und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist dann die Antwort. Und das ist die Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus, die uns jeden Tag tragen soll. Und so sprach Jesus ja auch im Johannesevangelium Kapitel 16, dass der Geist, der Heilige Geist kommt. Und was tut er? Er wird mich verherrlichen. Er wird es von meinem nehmen. Er wird euch sagen, wo es lang geht. Er wird euch führen in alle Wahrheit. Ihr könnt euch nicht führen. Ihr könnt auch nicht wieder zurückfallen ins Gesetz und meinen, Gott zu gefallen, sondern ihr braucht die Gemeinschaft mit dem Ewigen. Er wird mich verklären, spricht der Herr. Er wird wirken in euch und er wird Tag für Tag euch zeigen, wo ihr die rechten Zeugen sein dürft. Denn ihr sollt ja meine Zeugen sein. Das versprach Jesus auch den Jüngern so und sagt, ja, ihr werdet diesen meinen Geist kriegen. Und was passiert dann? Dann werdet ihr meine Zeugen sein, denn das tut er in euch, nichts anderes. Der Heilige Geist verherrlicht nur Gott in Jesus Christus. Und er zeugt von dem Leben, das er durch Golgatha ans Licht gebracht hat. Das heißt doch, Christus lebt in uns, wenn das so ist. Dann lebt Christus in uns und da sollen wir uns erinnern. Die Galater mussten erinnert werden. Paulus sagt also, mit Weinen muss ich euch das jetzt wieder sagen. Jetzt fangt ihr wieder an, Feiertage zu halten, Sabbate, Neumonde und vieles andere. Und ihr glaubt, jetzt seid ihr richtig. Nein, nur wenn ihr gebunden bleibt in Jesus, eure Unabhängigkeit aufgibt und in der Abhängigkeit von dem Herrn bleibt, nur dann lauft ihr als Kinder Gottes recht durch diese Welt. Ja, der Herr will doch für uns sorgen, jetzt in dieser Zeit, und das sollen wir ganz neu für uns in Anspruch nehmen, aber auch in Ewigkeit. Es ist wunderbar, das schon zu wissen und zu lesen. In der Offenbarung 7 heißt es nämlich über diese Erlösten, die dann aufgenommen werden in die himmlische Herrlichkeit nach der Trübsal dieser Zeit. Da steht dann geschrieben, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Auch dort geht die Fürsorge Gottes weiter. Auch in der Ewigkeit muss er für uns sorgen. Da können wir auch nicht für uns selber sorgen. Er sorgt doch für uns. Und das ist die Botschaft, die wir auch an diesem Sonntag neu im Herzen aufnehmen sollen.
Allerdings wissen wir, es gibt viele, die sich nicht leiten lassen möchten, sondern lieber gute Menschen sein wollen nach dem Gesetz. Aber sie werden letztlich darin und daran zu Schanden. Wie sagt es Gott auch zu dem Volk Israel durch den Propheten Jeremia? Immer wieder redet er zu dem Volk, ihr könnt das nicht allein. Warum wollt ihr euch denn selbst helfen? Das schafft ihr nicht. Und das gilt ja bis zum heutigen Tag. Israel kann sich nicht selbst helfen. Gott muss seinem Volk helfen. Aber das muss man zulassen. Und in Jeremia 2, 13 bis 17 heißt es so, mein Volk tut eine doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und sie machen sich Zisternen, die doch rissig und kein Wasser geben, rissig sind. Das Wasser fließt immer weg. Ist denn Israel denn wirklich ein Sklave oder unfrei geboren, dass er jedermanns Raub sein muss? Löwen brüllen über ihm, brüllen laut und verwüsten sein Land. Und seine Städte werden verbrannt, sodass niemand darin wohnt. Dazu scheren die Leute von Memphis und Tachpanhes dir den Kopf kahl. Und was sagt der Herr? Das alles hast du dir doch selbst bereitet. Und wir merken, auch viele Tiefen, die wir durchleben, haben wir uns vielleicht selbst bereitet, weil wir nicht in der Gemeinschaft mit dem Heiland geblieben sind. Das hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg weisen will. Ja, unsere Gebete sind es und sollen es auch sein, jeden Tag die Wege Gottes, die guten Wege zu erkennen. Er kommt nicht mit, und das habe ich für mich auch gelernt, und ich glaube, jedes Kind Gottes hat es gelernt, Gott kommt nicht mit auf unsere Wege. Wäre ja schlecht, nicht? Wenn Gott auf unsere Wege kommt, die wir uns vorgenommen haben. Denn die enden immer im Chaos. Die sind nicht mit Freude und Frieden durchsetzt. Sondern Gott sagt, komm mit auf meine Wege. Da geht's dir gut. Wir denken da auch an das Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, von dem breiten und schmalen Weg. Der breite Weg, ja, da ist vieles möglich drauf und da kann man sich vielleicht verwirklichen, alle Wünsche, die man so hat, ausbreiten und erleben. Aber am Ende führt das Tor in den Abgrund. Nur der schmale Weg, wo eben die Gemeinschaft mit Jesus ist und wo seine Wegführung stattfindet, führt in die himmlische Herrlichkeit. Und das sagte Gott hier schon zu dem Volk Israel. Ja, das tust dir doch selbst, wenn du verkehrt läufst, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den richtigen Weg weisen wollte. Und wir bekennen natürlich auch, dass der richtige Weg Gottes für uns meistens der unangenehmste Weg ist, zunächst. Weil er völlig ein Antiweg ist gegen unser Leben, unsere Wünsche. Das stimmt gar nicht mehr überein. Ja, der Apostel Paulus hat das ja nicht nur den Gemeinden geschrieben, sondern auch selber gelernt. Er wollte sogar gute geistliche Wege in den Norden von der Türkei gehen, nach Asien. Und Gott sagt, das ist aber nicht mein Weg für dich. Komm, du musst Richtung Westen gehen. Das ist mein Weg. Und dann war er gehorsam und wir sind dankbar, dass er gehorsam war und das Evangelium in Europa verkündete. Verstehen wir? Gott hat seine eigenen Wege mit uns, aber er sagte auch den Pharisäern damals auf den Kopf zu. Er hat gesehen, dass ihr Herz nicht mit ihm war und sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen. Das sehe ich. Ihr wollt es nicht. Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Ja, natürlich schüttelten die den Kopf. Und sie verdächtigten ja Jesus, dass er die Dämonen durch den Obersten der Teufel austreibt. Sie wollten es nicht wahrhaben, sie rebellierten. Aber Jesus hatte recht. Er hat das Herz gesehen. Er sieht unser Herz. Und vielleicht hat er manchmal auch zu mir sagen müssen oder zu jedem von uns, du willst gar nicht meinen Weg gehen. Und dann beugt er uns und wir sagen, doch, wir wollen deinen Weg gehen. Bitte, zeig ihn uns nochmal auf. Denn unser Weg ist in der Sackgasse gelandet.
Ja, Glauben an den Sohn Gottes, das wird hier angemahnt. Nicht nur Glauben, sondern Leben mit dem Sohn Gottes. Das birgt in sich wirklich Frucht für die Ewigkeit. Paulus verließ sich nicht mehr auf seine Glaubenstaten, das hat er bemerkt. Denn die führten ihn gegen und nicht mit Gott. Gegen Gott. Saul, Saul, warum verfolgst du denn mich? Musste er sich fragen lassen. Ja, wieso? Ich verfolge doch nicht Gott, doch. Du verfolgst mich, weil du deine eigenen Gedanken gegen meine stellst. Verfolgst du mich und machst was falsch. Und er hat gemerkt, das will ich aber nicht mehr. Jetzt muss ich mich doch neu beugen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Denn die Führung für den Herrn, mit dem Herrn, kommt nur aus Gott selbst. Denn Jesus zeigte das auch in seinem eigenen Leben. Er kam ja in diese Welt, um uns zu erlösen. Und er glaubte allein an die Hilfe des Vaters. Und darum betete er ja auch in Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Obwohl ihm irgendwie menschlich gesehen bange war und Angst. Denn wer lässt sich schon gerne durchnageln in den Händen und Füßen? Wer lässt sich schon gerne geißeln, dass das Blut herabfließt? Wer lässt sich schon gerne eine Dornkrone aufsetzen, die wehtut am Kopf? Wer lässt sich gerne beschimpfen? Wir merken ja, wir rebellieren immer, wenn wir beschimpft werden, dann sind wir auch groß. Jesus hat es nicht getan. Wer lässt sich gerne schlagen und hält dann noch die andere Wange hin? Ja, wer lässt das? Jesus sagt, dein Wille geschehe. Und er wusste, der Vater wird ihm helfen. So steht es dann auch später im Hebräerbrief, das möchte ich uns auch noch vorlesen, im 5. Kapitel, Vers 7. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens, Jesus, bitten und flehen mit lautem Geschrei und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hatte. Da ist er vom Tod errettet worden. Merken wir, was der Apostel Paulus hier auch der Gemeinde sagt. Ihr werdet doch vom Tod errettet, wenn ihr in der Gemeinschaft mit Jesus bleibt und nicht zurückfallt in eure guten Werke des Gesetzes. Jesus glaubte, dass der Vater ihn also vom Tod errette. Und deswegen ging er einfach diesen Weg, der schmerzlich war, der viel Lasten auf ihn legte, der die Sünden der anderen Menschen, der anderen tragen musste. Aber er wusste auch, dass die Belohnung und die Frucht damit zusammenhängt. Wenn nur Jesus in unserem Leben ist, bringen wir Frucht. So steht es ja auch in Johannes 15. Er sagt, wenn ich in euch bin und ihr in mir, ja, dann bringt ihr doch Frucht. Und zwar solche, die dort bleibt. Und das ist auch im Blick auf das Opfer Jesu ja gesagt worden, in Jesaja 53, da ist er nicht nur beschrieben, sein Leiden, dass er für uns leiden sollte und gelitten hat, sondern da ist auch beschrieben, dass aus diesem Leiden heraus eine große Ewigkeitsfrucht entstanden ist. Da heißt es in Vers 11 und 12 folgendermaßen, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Und Gott sprach, darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Und er die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, dadurch sollte er viel Ewigkeitsfrucht empfangen. Und wenn wir auch unser Leben, so wie es die Schrift sagt, in den Tod Jesu geben und mit ihm auferstanden sind, werden wir auch Frucht für die Ewigkeit bringen. Nicht mehr Selbstständigkeit gilt, sondern Gebundenheit im Herrn. Damit wir seine Freude haben, damit wir seine Fülle haben, damit wir seine Gerechtigkeit haben,
die Gott anerkennt und dass wir eine große Menge zur Beute haben, die das Zeugnis des ewigen Lebens gesehen und gehört haben und auch zum Glauben kommen. Wir wissen, der Apostel Paulus durfte auch viele das Evangelium sagen und viele hörten darauf. Es gab auch etliche, die nicht darauf hörten. Und er unterrichtete sie weiter. Frucht für die Ewigkeit. Diesen Glauben und dieses Leben sollen wir haben. Und Paulus schloss sich diesem Leben an. Er war unbedingt jetzt dafür, Frucht zu bringen. Er wollte nicht mehr selbstständig versuchen, Gott irgendwie zu dienen, sondern aus der Verbindung mit seinem Erlöser. Ja, der Apostel will sagen, wenn die Gnade, das Geschenk Gottes, nicht alles zum Leben in dieser Zeit und zum Scheiden aus dieser Welt und zum ewigen Leben mit Gott beinhaltet oder beinhalten würde, so dass wir meinen, uns auf Werke berufen zu müssen, die wir getan haben. Denken wir an Matthäus 7, Herr, Herr, wir haben doch so viele Werke getan in deinem Namen. Der Herr sagt, ich kenne euch gar nicht. Ja, die Werke sind es doch gar nicht. Ich kenne euch gar nicht, habe euch noch nie erkannt. Ja, wenn das so ist, dann ist doch Christus vergeblich gestorben, wenn wir die Werke, die Gesetze wieder erfüllen müssten. Christus hat sie erfüllt. Die Gnade beinhaltet also eine völlige Erlösung und eine völlige Befreiung vom Gesetz, weil wir den Erlöser durch seinen Geist in uns haben. Alles ist vollbracht, alles ist getan, aber das soll auch täglich neu gesucht und bestätigt werden. Ja, darum halten wir uns allein an diese Gnade und somit allein an Jesus Christus. Wer ihn in seinem Leben hat, kann gerechter und reicher nicht werden. Kann nicht gerechter werden und auch nicht reicher werden. Darum dieses wunderbare Wort auch aus den Sprüchen, wo Gott sagt, gib mir, mein Sohn oder auch Tochter, dein Herz. Das will ich haben, das brauche ich. Das soll mir gehören. Und dann mache ich alles in dir. Denn wer den Sohn hat, der hat wahrlich das Leben. Das ist die Frage, die uns immer wieder beschäftigen muss. Wo ist mein Herz? Manchmal sagen ja die anderen, wenn wir ihnen nicht recht suchen, wo sind eigentlich deine Gedanken? Hast du mir überhaupt zugehört? Und das Gleiche sagt Gott, wo ist denn dein Herz? Hast du es mir gegeben, dass ich wirken kann? Oder willst du es selbst noch bestimmen? Der Herr möge uns segnen und es schenken, dass wir ein ganzes Jahr zu ihm haben, zu seinem Werk von Golgatha, wo er uns total erlöst hat für Zeit und Ewigkeit und geehrt hat, seine Zeugen des Lebens zu sein, hier auf Erden, bis er uns ruft. Amen. Amen. Lasst uns beten und dazu.